willkommen zur heutigen Pressekonferenz, der ersten Pressekonferenz dieser Saison für die Hamm Eisbären. Zu Gast ist heute der Trainer der Hannover Indians, Christian Künast, und Heimtrainer Sven Gösch. Herr Künast, wie haben Sie das Spiel heute so gesehen? Ja, das erste Spiel war von unserer Seite sehr zerfahren und im zweiten Spiel haben wir uns ein bisschen gesteigert und sind uns aber auch zu Güte gekommen, dass man einfach gemerkt hat, es sind ja steile Woche auf dem Eis und da haben wir uns so leichter getan. Aber vielleicht ist es am Ende ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen. Wir haben großartig gekämpft. Ich bin zufrieden mit der Leistung im Großen und Ganzen. Und das reicht eigentlich. Dankeschön. Sven, ja. Erste, gut, dass man da direkt als ersten Gegner einen sehr starken Gegner hat, wo man viele Schwächen herausziehen wird oder du viele Schwächen herausziehen wird, hast du im Vorfeld schon gesagt. War das Spiel für dich wirklich so aufschlussreich wie vorher angekündigt? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben, erste Drittel fand ich uns eigentlich recht vernünftig. Das, was wir momentan können, ist halt, gerade wenn wir gegen so einen Gegner spielen, nur versuchen, das Spiel kaputt zu machen. Das ist uns, denke ich, ganz gut gelungen im ersten Drittel. Im zweiten Drittel sind wir dann ein bisschen leichtsinnig geworden. Im eigenen Drittel haben wir 3-4 Mal die Scheibe verloren als letzter Mann. Fahren wir nochmal einen Kreis und nochmal einen Kreis. Dann vernehmen wir die Scheibe, dann kommen natürlich 1-2 Pässe und dann frisst man so die Gegentore. Denke ich auch, dass dann gerade im zweiten Drittel das Ergebnis zwei Tore zu hoch war. Dafür hatten wir im letzten Drittel in der einen oder anderen Situation auch wieder Glück gehabt, was natürlich auch dazugehört. Ich habe vorher gesagt, das Ergebnis ist im Endeffekt vollkommen wurscht. Ich möchte, dass die Jungs vernünftig kämpfen auf dem Eis. Wir haben jetzt eine Woche echt hart gearbeitet. Wir haben sehr viel Kondition machen müssen, sehr viel technisches Training, Grundlagen halt. Wir haben taktisch eigentlich noch so gut wie überhaupt gar nichts gemacht. Wir haben jetzt einmal kurz unseren Aufbau angerissen, einmal unser System angerissen. Das war es aber. Ich denke, dafür war das Spiel schon recht vernünftig heute. Für beide Trainer als Testspiel das Spiel für die eigene Mannschaft erfolgreich absolviert, kann man da, also ist man mit diesem Testspiel so weit zufrieden, was man sich im Vorfeld daran erwartet? Ich bin ganz ehrlich, das ist so mein Art, ich hätte lieber gegen Zweitligisten oder gegen Oberligisten. Aber wir haben jetzt diese Woche zwei Oberligisten als Gegner und da muss auch die Mannschaft zeigen, dass das nicht, man hat es auch gesehen in manchen Phasen, wie man meint, es geht von alleine, das geht halt auch nicht, weil die kämpfen, die rackern und waren dann auch, ich sage, in der einen oder anderen Phase dran am 1-1 und da sieht man, das war dann auch gut, das habe ich dann, dass man dann darauf reagieren kann. Ich ziehe jetzt eigentlich mehr Positives raus, wie ich vor dem Spiel gemacht habe. Das ja, für mich war es von vornherein, wir wussten, wir haben nicht, also wir werden da nicht den Hauch einer Chance haben, da vernünftig mitzuspielen. Für mich war es nicht wichtig zu sehen, was die Jungs können, sondern für mich war es wichtig zu sehen, was die Jungs eben nicht können. Das haben wir das ein oder andere Mal recht deutlich aufgezeigt gekriegt heute. Vielleicht den einen oder anderen, der ein bisschen seinen Egoismus noch ein bisschen runterschrauben muss, ein bisschen mannschaftlicher spielen. Ich denke aber so, dass wir auf einem ganz guten Weg sind. Sonntag haben wir sicherlich einen ganz anderen Gegner. Da werden wir sicherlich auch versuchen, das Spiel zu machen und nicht zu zerstören. Da wollen wir dann natürlich auch mal ein Zeichen setzen, was die Oberliga angeht. Mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Abschließend vielleicht noch Hannover, viel Glück für die zweite Liga. Okay, ich denke, die Vorbereitung war gar nicht so schlecht, wenn man die Ergebnisse von euch sieht. Toi, toi, toi. Wir beobachten das von hier aus. Fragen von den Anwesenden? Soweit. Keine. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Eine gute Heimreise. Ja, und dir auch noch viel Spaß bei der Arbeit.